Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute dreht sich alles um Steine. Und zwar malen wir Steine, wie sie am Strand vorkommen. So kleine Felsen und Brocken. Alle Infos zu diesem Thema sowie die Schritt-für-Schritt-Anleitung plus Materialliste habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr den Link zu meinem aktuellen Guide für diese Steine. Ja, nachdem wir uns jetzt diese Skizze vorgezeichnet haben, fangen wir auch an zu aquarellieren. Ich benutze hierbei supergranulierende Aquarellfarben. Im Schritt 1 malen wir ganz einfach nass auf trocken. Das bedeutet, wir feuchten diese Steine jetzt nicht vorher an, sondern wir malen einfach mit einem nassen Pinsel auf diese trockenen Steine drauf. In diesem ersten Schritt achten wir auch schon ein bisschen darauf, auf Licht und Schatten und lassen auch mal weiße Stellen weiß stehen. Das heißt, wir malen sie nicht mit der Farbe aus. Nachdem das Ganze jetzt getrocknet ist, kommen wir zum Schritt 2. Und zwar malen wir jetzt eigentlich das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben in Schritt 1, nochmal mit einer dunkleren Farbe. Das heißt, wir setzen jetzt noch mehr Akzente, dunkle Akzente dort, wo der Schatten fällt. Ihr seht auch, ich male nicht einfach nur so eine Fläche aus, ich tupfe auch so ein bisschen mit dem Pinsel. Ich bringe dadurch diese Struktur in diese Steine rein. Die haben ja auch so kleine Dellen und das Licht fällt ja immer ein bisschen anders. Das heißt, es sieht immer ein bisschen natürlicher aus, wenn man nicht gleichmäßig die Fläche ausmalt, sondern einfach ein paar Tupfer setzt. Kommen wir auch schon zum Schritt 3. Nachdem meine Steine wieder getrocknet sind, nehme ich mir wieder eine dunklere Farbe und arbeite wieder im Schattenbereich. Das heißt, ich gebe den Steinen immer mehr und mehr Details. Ich arbeite wieder sehr unregelmäßig, also ich ziehe keine richtig geraden Striche, sondern arbeite wirklich, wie gesagt, mit Tupfen, bisschen verblenden, ein bisschen die Farbe ankratzen, sage ich jetzt mal so. Jetzt mische ich mir noch einen dunkleren Ton an. Das ist eine Farbe, die enthält Violett. Das ist eine von den supergranulierenden Farben. Und ihr seht auch, wie schön jetzt das nass in nass verläuft. Also die Steine waren noch nicht getrocknet und ich habe mit dieser dunkleren Farbe, mit diesem Violettton, in diese feuchten Stellen einfach reingetupft. Supergranulierende Farben haben natürlich auch den Vorteil, gerade bei Steinen, dass diese Struktur der Steine so richtig schön zum Vorschein kommt, da die Pigmente halt nach dem Auftragen granulieren. Es bilden sich solche kleinen, wie soll ich das sagen? Das ist so, als wenn sich die Farbe auseinanderdehnt, die Pigmente dehnen sich auseinander und hinterlassen halt eine natürliche Struktur. Wir sind auch schon bei Schritt 4 angekommen. Das bedeutet, wir malen wieder unsere Schatten und geben noch mehr Details hinzu. Wie ihr auch gut erkennen könnt, werden wir von Schicht zu Schicht immer dunkler. Und das ist eben so wichtig in der Aquarellmalerei, dass man, wenn man schöne Ergebnisse erzielen möchte, einfach in Schichten arbeiten muss und sich Zeit nehmen und Geduld haben muss. Experimentiert gerne ein bisschen rum. Ihr könnt in diese nassen Stellen gerne mit ganz dunkler Farbe noch ein paar Tupfer reinsetzen, die sich dann so schön ausbreiten.
Das gibt auch immer ganz tolle Effekte, besonders bei den super granulierenden Farben. Wenn man dort nämlich mit viel Wasser arbeitet, kommen diese Granulationseffekte erst richtig so schön zum Vorschein. Kommen wir jetzt auch schon zum Schritt Nummer 5. Dort benutze ich jetzt meine normalen Farben aus meinem Schminkekasten. Das sind Schminke-Horadam-Farben. Ich mische mir jetzt einen Braunton zusammen aus einem rötlichen Braun und einem Sepia-Braun. Und mache jetzt wieder ein paar Tupfer auf meine Steine. Die sollen ja auch nicht nur gräulich sein, sondern ja so ein bisschen bräunlich auch erscheinen. Und wie ihr seht, male ich jetzt in der Trockenpinseltechnik. Also das bedeutet, ich male auf trockenem Blatt mit dem etwas nassen Pinsel auf meine Steine drauf. Und zwar so, dass ich den Pinsel auch mal schräge halte und einfach die Farbe sozusagen, als wenn ich die Restfarbe von dem Pinsel so auf dem Papier abtupfen möchte. So könnte man das ein bisschen verdeutlichen. Und man sieht dann halt, es entstehen solche Schlieren und ihr könnt auch von rechts nach links und von links nach rechts, von oben nach unten. Also das ist dann wieder noch so ein zusätzlicher natürlicher Effekt auf diesen Steinen. Ja, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende zu. Ich setze noch ein paar Akzente und Details. Ich finde, am Ende so eines Aquarellbildes machen die Akzente natürlich diesen Endeffekt nochmal aus und bringen das Bild sozusagen zum Leben. Ganz zum Schluss setze ich noch einen kleinen Schatten unter die Steine, damit sie sich so ein bisschen von dem weißen Blatt abheben. Und wir sind soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet ganz viele tolle eigene Steine malen. Und natürlich, wenn euch mein Video gefallen hat, klickt auf die Glocke, abonniert meinen Kanal und gebt mir ein Like. Kommentiert für noch mehr Videos und ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.